Hier vorne haben wir jetzt einen Goblin 770. Also die größere, nachkommende Klasse ist über den 700 Hubschrauber. Eigentlich sagt 800, der ist ein bisschen kleiner, 770er. Hier ist halt absolutes Glow ATM 3D möglich. Noch einmal die Information für die Helfer. Der Helfer hilft. Der Helfer filmt nicht, der Helfer fotografiert nicht, der Helfer surft nicht im Internet. Der Helfer steht hinter den Piloten und passt auf, dass alles einen richtigen Gang geht. Und wenn ein Pilot keinen Helfer hat, dann muss sich halt einer von uns dazu stellen. Ja, Holger. Wie gesagt, der kleine 450er T-Rex hier, der gestretcht ist, über 190 Stundenkilometer schnell. Das ist eine absolute Waffe. Man braucht verdammt gute Augen, um damit wieder runterzukommen. Dankeschön, Holger. Ihr habt diesen T-Rex modifiziert. So, der nächste Pilot läuft an den Start. Kompass 7HV. Und da hätte ich gerne einen Helfer dazu. Ja, der Goblin 770 zeigt hier, dass man nicht nur Low RPM damit fliegen kann, sondern dass man auch richtig hart gestreckt werden kann. Links daneben haben wir den zweiten Goblin, das dürfte ein 500er sein oder ein 600er. Perfekt. Im Stromberatung haben wir eine Erkennung, dass wir können, wenn wir nicht.